Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind jetzt immer noch hier in der Hauptstadt Daggerfall. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass wir hier nach Varys wieder hin müssen, zu Prinzessin Morgia von Minisera aus. Das dauert jetzt ein paar Tage, aber jetzt sind wir hier und es ist Winter. Okay. Wir sind hier jetzt im Winter angekommen, also es war Herbst. So, wo war denn nochmal? Hier, genau da oben. So, das war wahrscheinlich die Katze da hinten. Und im Winter gehen wir jetzt mal da rüber. Und quatschen mal mit der lieben Prinzessin Morgia. Vielleicht hilft die uns da jetzt wirklich mal weiter. Ich weiß es nicht. Aber Opki ist wahrscheinlich diejenige, die Lysandus verraten hatte oder so, glaube ich. Es ist schon interessant, die Info zu bekommen, dass Minisera noch die Königin war von Daggerfall. Und dann, also als der Brief abgeschickt wurde, und dann halt Opki dann Königin wurde, als es da ankam. Und dann verschwand der Brief. Das ist wirklich eine sehr interessante Info. Hier. By the Dark Lord, good to see you, Max. Tell me about... So, was kann ich die jetzt mal fragen? So, was gibt's denn hier? Nee. Ich komme bei ihr nicht weiter. Ah, excellent company. Good dear friend. So, was ist mit ihr? Ah, hier Princess Morgia. Das war ja okay. A warm hello to you with Max. Any news? I never understood why Kairu and Tulun were fighting. Well, at least that's over now. Little news, will you? So machen wir. Indeed, please. Since I have nothing nice to say. Vielleicht mit Berencia? Oder mit dem Dude? King Edwire? Wie hieß die nochmal? Princess Elisana. Nee, aber irgendwie muss ich doch hier weiterkommen, oder? Denn an sich haben wir hier ja Varys auch noch nicht abgeschlossen hier. Hier, Daggerfall, Varys und Sentinel. So. Irgendwie muss es doch weitergehen. Was ist mit dem Dude nochmal? Mit dem war nichts. Lord Darkworth. Genau, den kennen wir ja noch. Battlemage. Was ist mit der? Für sie bin ich immer noch ein Stranger. Der hat nichts. Caretis hat auch nichts. I'm a member of the Knights of the Rose. Any friend of the Order of the Candle is a friend of mine. Castle Staff and Trusted Guests are allowed beyond these doors. Okay. Da kann ich nicht einfach so rein. Was mit hier? Ah. My cousin Alolda Hawksley has appealed to me for aid in a rather distasteful situation. It appears that there is a Temple of some verity being consecrated, if that's the proper phrase for these disgusting orcish activities. Well, obviously we need to crush it while it's budding. I am willing to go as high as 1075 gold. Can I count on your help, Max? Natürlich. Thank you in advance for this, Max. What I think would be the best use of your abilities is to infiltrate Runes of the Ash
Ashley Farmstead and eliminate the so-called Shaman of the Temple. If we can kill it before our assault in 22 days, that would make our job much easier. When the deed is done, report to my cousin's palace in Rayford Moor. She's the one who's going to pay you for all this. Okay, dann haben wir jetzt wieder eine schöne Quest. Und dann gehen wir mal darüber. So, dann haben wir wenigstens wieder eine. Ja, ist da hinten. So. Wo haben wir den Eingang? Da hinten, da sehe ich den schon. So. Oh, hallo. Jo, hier geht's schon los. So, dann machen wir hier ein Safe Game auf die 2. Alter, hier herrscht ein Krieg. Ich höre schon auch Sukubi. So, den haben wir gekillt. Nice. Orkshaman just died. Haben die jetzt den, den ich killen musste, gekillt? Hier herrscht wirklich überall Krieg gerade. Hört ihr das? Überall Krieg. So, Gargoyle getötet. Ja. So, und den Dude nochmal. Okay. Ah, und jetzt ging es einmal im Kreis hier. Da sehe ich schon den Sukubi. So, wo fehlt uns nochmal ein Gang? Hier hinten, ne? Geradeaus durch, hier, so. Oh, wie konnte ich den jetzt übersehen? Wo ging hier jetzt was auf? Ich gehe mal aus hier. Ging was auf? Nope. Die Idee, die ich hätte, wäre, wenn ich jetzt hier nochmal komplett zurückgehe, dann da entlang. So, this lock looks difficult, okay. Come on. Okay, hier ist nichts und niemand. So, den haben wir jetzt. Ah, hier. Okay, komm, wir gehen hoch. Jo. Ah, okay. Das hat jetzt lange geladen. Da ist noch einer. You have killed the Orc Shaman. Den, der im Käfig war, den musste ich töten. Interessant, auf jeden Fall. Garol ist gestorben. Ah, die Lukubi. Der Rassadusa, genau. Für mich ist das ein Sukubi. Die Rassadusa sind für mich Sukubis. Oh, hier liegt was. So, okay, jetzt heißt es für uns aber nochmal einen Weg zurückfinden. Einmal die Taschen wieder leeren. Da lang. Und dann gucken wir mal, wo muss ich hin, um die Taschen zu leeren. Ich glaube hier.
diesen ganzen Weg. Ah, wie kommst du denn hier hin? Ja, okay. So, einmal alles removen. Das auch einmal weg. Wird wieder ordentlich Geld geben. Und hier die Kräuter. Und die Gewürzmischung. Gold 2838. 2838. So, haben wir. Und ein Safe Game wieder auf die 2. Und dann geht's da hinten weiter. So, und jetzt den ganzen Weg wieder suchen. War doch hier, oder? Hier ist sogar eine Geheimtür. Ne, doch, keine Geheimtür. Eine ganz normale Tür. Wir gehen aber erstmal hier weiter. So, und dann haben wir hier jetzt den Weg nach unten. Hier eine Geheimtür? Ja. So, ein Monk. Also ein Mönch. Hier herrscht der Krieg vorhin. Irgendwer muss hier noch überlebt haben. Fand ich aber interessant, dass die hier sich alle gegenseitig bekriegt haben, bekämpft haben. So, aua. Iron Helm, Adamantium Kyras. Wird ordentlich Geld geben gleich. So, ja, kann ich nicht mehr mitnehmen. Das heißt nochmal zurück, nach oben. So. Und hier nochmal auch den Weg zurücksuchen. So, und wieder noch einmal die Taschen leeren. So, Gold 1089 und wieder runter. So. Wir gucken erstmal hier in dem großen Bereich in der Mitte. Der hat nichts mehr, aber der hier hat noch was. Sind da welche runtergefallen? Keine Ahnung. Wer schießt hier von wo auf mich? Von da unten, oder? Ich glaube, von da unten. Ich habe keine Ahnung, von wo die schießen. Aber hier muss es irgendwo wahrscheinlich einen Weg nach unten geben. So. Ach, das ist auch ein Mönch. Die Frau. Hat jetzt nicht nach unten geführt, aber... Autsch. Noch ein Monk. Noch ein Dädrischer Broadsword. Der hat 8 bis 22. Der 7 bis 18. Aber wir nehmen den mit. Und schon wieder so voll. Aber hier gibt's nichts. Monk ist gestorben. Okay.
Wie ist er gestorben? Wo ist er gestorben? Hier. Ist wahrscheinlich von da oben runtergefallen. Nee, falsche Richtung. Nee, doch, das war doch die richtige Richtung. Ja, aber hier oben waren die doch irgendwo, oder? Und wieder alles einmal removen. Gold auch wieder. 1628 Gold. Okay, so funktioniert es auch. Aber hier oben ist sonst nichts. Oder? Nope, hier ist nichts. Nur dahinter war die eine Möglichkeit, hier überhaupt hochzukommen. Ich mach mal auch noch mal wieder ein Safe Game. Und einmal kurz den hier. Ja, das war zu erwarten. Den machen wir einmal leer, den Dude. Hier haben wir aufgemacht, das heißt, hier gehen wir nochmal hoch. Weil hier noch was fehlt. Ah ne, hier waren wir fertig. Dann die nächste Tür. War doch hier, oder? Ja, da ist die nächste. Da müssen wir uns mal ansehen, ob wir da irgendwie auch wieder auch noch nach unten kommen. Na, hast du Angst? Der hatte schon ein bisschen Angst. Okay, wie kommen wir da runter? Hier muss es doch irgendwie noch einen anderen Weg geben, den ich noch nicht gesehen habe. Autsch. Ah, hier. Hallo, Frau Sukuri. Boah. Der auf einmal hinter mir direkt. So, den nehmen wir auch noch mit. Sonst anders nach oben kommen wir jetzt nicht, ne? Und irgendwie hier so resten. Okay, hier können wir resten. Was? Ich bin silenced? Okay, aber sonst gibt es keinen Weg nach oben, oder? So, den der Drop haben wir auch noch. Was haben wir hier? Ist auch schön. Ah, okay. Da muss es hier auch noch irgendwie so einen Hebel geben. Da. Ah. So. Gibt's hier auch noch was? Nee, aber hier noch ein Hebel.
So, und der letzte Hebel. Ja, komm, ich will hoch. Und dann müssten wir... Ach, das hat mich jetzt hier hoch teleportiert. Krass. Ja, wir sind hier fertig. Können wir jetzt gehen? Und zurück nach... Nee, nach... Get to Alolda Hawksley in Rayford Moor. Okay, Rayford Moor. Suchen wir. Rayford Moor. Können wir da die Quest eben abgeben? Da wir das jetzt erledigt haben, erfüllt haben, suchen wir und hier ein schönes S. Und hier haben wir Rayford Moor Palace. Da können wir das abgeben. Und da verdienen wir uns nochmal eine goldene Nase mit 1000 irgendwas an Gold. Wo ist denn der Eingang? Hier. Immer irgendwie die letzte Tür. So, machen wir 3 Stunden draus wieder. So. Nein, die ist es nicht. Greetings to you, Max. First rate job with the stinking rancid shaman. How dare they set up one of the cannibal temples in my land. The leaderless rebel should be easier to deal with now. Here's your 1075 gold pieces. Go wild. Nice. So, gibt's hier noch irgendwie was? Zu finden, zu entdecken, zu tun? Mit dem will ich nicht quatschen. Komm, wir gehen auch mal nach oben. Sehen zwar alle gleich aus, diese Gebäude. Aber trotzdem, hallo. Irgendwann werde ich noch richtig Ärger kriegen dafür, dass ich hier dessen Räumlichkeiten immer begutachte. So, da vorne haben wir aber nochmal hier den Marktstand. Marktbezirk. Hier Klamotten brauchen wir jetzt nicht, aber hier Kräuterladen. Hier können wir verkaufen. So, ah ne, warte, hier auf Wagen. Sonst haben wir hier nichts. Und General Store. Hier können wir auch noch was verkaufen. Und gucken, was... Dedrick Wakizashi. Der ist aber schlechter als unseres. Können wir verkaufen. Hier die Schuhe. Warum auch immer wir die Schuhe eingesammelt haben, aber egal. Alles, was wir mitnehmen können, können wir auch verkaufen. So. 11.102 und dafür kriegen wir... Ja. Okay, Letter of Credit, weil mehr können wir nicht tragen. So, was hat er hier? Nein. Hier hat er nichts. Hallo, gute Dame. Was zum Verkaufen haben Sie hier oben? Nichts. Okay, dann nicht. Ich gehe dann wieder. Hier hat er auch nichts mehr zum Verkaufen. So, da haben wir nochmal die Bank und hier noch einen Rittershop.
Dwarven Tower Shield wieder. So, und mit dem Rest auch nochmal weg. Hier kriegen wir dann auch nochmal ordentlich. Vor allem hier Adamantium Kyras. Sind wir jetzt wieder bei 47.000. 50.000, das wird jetzt 25 geben. Nein, doch nicht. 19.900. So, haben wir noch irgendwas im Inventar? Hier die Dinger. Und die Dinger. Beziehungsweise das können wir auch nochmal einmal so. Also dann halt nur die drei. Komm, machen wir mal so. Dann suchen wir mal eben einen Pawnshop. Hier waren wir schon drin, oder? Nee, hier waren wir noch nicht drin. Der Dädrischen Shortsword brauchen wir nicht. Der Dädrick Mace, der hat sogar zwei Dädrische Artefakte hier, also Waffen. Aber keine Rüstung. Hier hat er auch nichts. So schade, dass er nichts hat. Also nichts, was ich jetzt brauche. Und dabei hat er schon zwei dädrische Dinger. Naja. Schade, schade. Aber es wird mit diesen dädrischen Dingern da immer häufiger. Klamotten und dann müsste ich hier... Ah, noch ein kleiner General Store. Nope. Nope. Und nope. So. Dann einmal kurz nach Norden. Einmal da verkaufen gehen. Nee, ist der falsche Laden. Das ist ein Bücherladen. Noch weiter nach Norden. Ja, da haben wir den. Den suchen wir. Aber erstmal gucken. So, hier. Sonst im Wagen haben wir jetzt nichts, ne? Ne. 144.000 haben wir gerade auf Tasche. Ah, ne, wir haben da ja noch 90.000 vom Brief aus Daggerfall noch mitgenommen, die wir auch noch nicht eingezahlt haben. Hat er hier nichts, ne? Okay, dann ab noch mal kurz zur Bank. Dann zahlen wir das hier ein. Irgendwo im Süden war. In dem Kreisverkehr da. Marktstand. Da war ja die Bank. Ja. Gott. Withdraw. Oder warte. Nee. Wie viel haben wir so auf Tasche? 36.721. 3, 6, 7, 2, 3.
Wie viel habe ich? 3, 6, 7, 2, 1. Ach so. 3, 6, 7, 2, 1. Und... Ah, jetzt. 144.000, so. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Weyrest. You are entering Weyrest. Aber ich bin mir sicher, wir hatten irgendwas auf jeden Fall auch mit der Dereni-Turm gehabt. Vielleicht müssen wir da wirklich hin. Vielleicht hatte die hier gesagt gehabt, so hier Prinzessin Morgia, dass wir da hin müssen. Weil wir ihre Quest ja erledigt hatten und dann... Und dann irgendwas war ja auf jeden Fall wirklich mit dem Dereni-Turm. Und die Renny war ja hier, Insel auf Balfiera, hier, die Renny Tower. So. Hallo, lad mal. So, quatschen wir nochmal mit ihr. I'm happy to see you, Max. Valencia vielleicht? If you are available for hire, I need someone reliable to carry out a certain covered mission. It might be rather time consuming, but I assure you that you will be suitably compensated. Are you interested? Ja, natürlich. Very good. I'm giving you an emerald for you to give my contact Beladabith Harthing of Yimford Grange. She will be waiting in the Greenford residence. The item needs to be there in 33 days. That's very important. Once you've made it that far, Beladabith Harthing will have further instruction. I am counting on your discretion, Max. And you will be watched. Good luck and thank you. Ja, dann... Oh, ich muss wieder jagen. Aber ich würde sagen, die Quest machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!